Moin Jungs, 80's back und willkommen zu 1176. Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1176. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ich habe so ein bisschen die Kontrolle verloren und habe vorhin einfach mal so ein bisschen was gebaut, experimentiert und so weiter. Keine Sorge, ist ein extra Safe. Ihr könnt entscheiden, ob wir das bauen oder ob wir. Ja, ich zeig's euch erstmal. Ich find's persönlich ziemlich nice. Es ist quasi da, wo wir eigentlich eh weitermachen würden, habe ich einfach weitergemacht. Ich wollte eigentlich auch anfangen aufzunehmen. Ich habe es dann aber einfach, das floss dann so aus mir raus, war halt auch im Creative, weil einfach so, ne, ging schneller. Und es war eh nur so eine Idee, deswegen alles gut. Aber ich drehe mal die Kamera. So, ihr fragt euch jetzt erstmal, was geht denn da ab? Ich gehe mal in eine bisschen bessere Position eventuell. Wir haben da ganz hinten ist das Haus, wo wir noch aufstocken müssen. Da ist auch die rote Farbe und die Kiste, die habe ich vorbereitet mit den ganzen Sachen, die wir dafür brauchen. Dann seht ihr da vorne dieses Dach und dann seht ihr hier noch ein Dach und ihr seht ziemlich viele Achacha-Trapdoors. Und ich würde sagen, wir gehen, ich bin auch noch im Creative Mode, gut, wir gehen da mal runter und dann gucken wir uns mal an. Ich gebe euch mal eine kleine Führung. Ich glaube, das ist am besten. So. Hier erstmal das pinke Haus wurde aufgestockt, aber nicht um normales Stockwerk, sondern hier so eine Trichterform nach oben. Da kommen wir gleich zu. Hier oben hat sich auch noch was getan und auch von hier ist einiges noch neu. Also erstmal hier der Teil, der ist ja alt geblieben, ne? Der ist gleich. Hier geht man einfach ganz normal die Treppe hoch und dann kommt man bis hier. So weit, so gut. Dann kann man noch hier hochgehen. Hier habe ich jetzt mal diese Grasfläche, die wir hatten, einfach mal so ein bisschen eingerichtet, hier ein klein bisschen Wasser, bisschen Begrünung und dann hier noch so ein kleines Dach, auch schön mit Akazien, Trapdoors, dass man auch noch so Lichtspiele hat, je nachdem wie die Sonne steht. Hat man jetzt in dem Fall natürlich nicht. Dann habe ich hier noch so eine Gangway gebaut und hier das verbunden. Ich weiß nicht, die ist unnötig, aber ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Man könnte die natürlich auch noch verlängern, dass die noch nach da geht, ist aber halt nicht wirklich nötig. Und hier kann man dann hochgehen und kommt in das Stockwerk, weil hier hatte ich halt, hier habe ich richtig viel überlegt. Ich habe erst überlegt, dass wir hier ankommen, dann habe ich überlegt, dass wir hier hochgehen und hier ankommen. Das war aber alles scheiße und da das hier halt ja diese runde Form wird, musste man halt irgendwie irgendwo gucken, wie man so reingeht. Aber so finde ich, ist es bis jetzt die beste Lösung. Dann habe ich hier noch so ein kleines Lichtfeature und ja, wie gesagt, hier diese Gangway, die ist komplett überflüssig, aber ich fand sie irgendwie cool. Und wie gesagt, das ist alles nur ein Konzept. Ihr könnt entscheiden, ob wir das machen oder lassen oder nicht. Genau, dann kann man von hier, kann man weitergehen. Nochmal über so eine kleine Brücke. Hier habe ich auch schon mal so ein paar Hanging Signs noch dran gepackt. Nebenbei hier außen auch nochmal schön ein bisschen Lightspots. Und da sogar noch ein paar Blumenbeet-Dinger. So, und dann kommt man hier noch auf dieses Ding. Hier habe ich mir so überlegt, das könnte so ein kleiner Handelsposten irgendwie sein. Weil du hast eigentlich einen guten Blick auf die Stadt. Und sogar nach draußen. Ist echt ein schöner Blick hier. Hast auch Licht und freien Himmel. Kannst hier so vielleicht ein, zwei, drei verschiedene Verkaufsstände irgendwie machen. Einer in der Ecke, einer hier, einer hier, einer hier irgendwie so. Und dass man dann hier so durchlaufen kann. Und dann kommt man hier in das japanisch angehauchte Haus. Und hier habe ich mir überlegt, könnten wir ja wirklich irgendwie so einen kleinen Tempel oder so ein Dojo oder irgendwie sowas bauen. Weil das hat dann jetzt halt auch einen Eingang und ein Ausgang oder halt zwei jeweils davon, dass man halt von mehreren Richtungen dahin kommt. Das ist natürlich für eine Wohnung dann nicht mehr so logisch. Deswegen, das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das machen würden. Das wäre ja auch nochmal was Besonderes. Alleine auch, dass das halt oben drauf erst ist und nicht unten, wie man das eventuell so als freistehendes Haus erwarten würde. Was es aber auch so in Tokio zum Beispiel auch manchmal gibt. Finde ich also auch ganz witzig. Und ja, wie gesagt, hier ziemlich viele Akazien-Trapdoors, einfach weil ich die schön finde und weil ich eigentlich immer finde, dass man da, dass das Cyberpunk-mäßig aussieht. Das passt aber auch gut in die Stadt. Hier ist es vielleicht ein bisschen viel geworden, aber ja. So, das wäre jetzt das, was ich euch vorschlagen kann. Hier habe ich auch schon mal so die Kupferdächer vorgearbeitet, dass die noch schnell verfallen und grün werden. Dann sieht das auch besser aus. Und dann bauen wir hier noch das eine Stockwerk drauf, ein Dach drauf. Und dann ist auch dieses Haus fertig. Und dafür habe ich, wie gesagt, hier schon mal alle möglichen roten Sachen und auch die ganzen Granitdinger und so
vorbereitet gehabt und dann hat es mich halt überkommen und ich habe angefangen, hier alles Mögliche zu bauen. Hier sind auch nochmal ein paar Hanging Signs, hier sind nochmal ein paar Hanging Signs. Ich habe auch da hinten nochmal ein paar ersetzt oder ergänzt. Ich war voll drin. Und ich finde es ehrlich cool. Ist ein bisschen doof, dass diese zwei Dächer direkt nebeneinander so ähnlich aussehen und halt nichts anderes in dieser Stadt so aussieht. Aber ich glaube, da könnte man drüber hinwegschauen. Hier sind noch ein paar Hanging Signs. Ich finde auch das Dach da unten cool und diesen Trichter, weil sowas haben wir ja bisher noch gar nicht gehabt. Und ja, das ist jetzt so die Idee. Ich weiß nur leider nicht, erstens, ob es euch gefällt natürlich. Ich finde es persönlich ziemlich nice. Ich finde auch hier diesen kleinen Park nochmal ziemlich cool. Und dass man halt diese ganze Fläche so quasi gemeinnützig macht, sondern ursprünglich war das ja der Plan, dass das hier einfach der Garten von dieser Wohnung wird. Und jetzt ist es quasi so ein kleiner Stadtgarten, aber halt obendrauf, was wir jetzt auch noch nicht so oft haben. Und man kann hier halt auch hochgehen, weil wir haben natürlich da oben auch einen Garten, da kommt man aber ja nicht hin, oder? Beziehungsweise zu den ganzen anderen Dachgärten kommt man bis jetzt ja nicht wirklich hin. Und da finde ich das hier so auf jeden Fall schon mal deutlich cooler. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwo ein paar Raketen, dann könnten wir eventuell auch nochmal... Habe ich keine Raketen mehr, Bruder? Scheiße. Hier sind auch welche. Genau, also wir kommen natürlich hier zu dem japanischen Garten, der hier oben ist. Kommen wir ja so erstmal nicht hin. Ne, es gibt ja keine Treppe, die hier hochführt. Man kommt mit Jump'n'Run mit Sicherheit irgendwie dahin, aber auch nicht vom Boden aus. Und auch nicht der normale Otto-Normalverbraucher-Bürger. So, genauso wie hier bei dem Dach. Genauso wie bei dem Dach oder bei was auch immer hier drauf kommt oder da oben, da kommt man ja an sich nicht drauf. Das ist ja auch nicht dafür gedacht. Hier ist ja auch nichts abgesperrt und so weiter. Aber ich finde es halt auch geil. So hier zum Beispiel, das wäre ja auch dafür gedacht, dass man hier rumlaufen kann. Deswegen ist hier ja auch so ein Tempel und so weiter, so ein Schrein quasi. Wäre halt schon cool, wenn man hier auch irgendwie hoch könnte. Und deswegen finde ich das nice, dass man das da hinten jetzt endlich mal kann. Weil du kannst entweder von hier da hochgehen oder halt von da hinten, von da. Und du kannst halt auch, wenn du hier hochgehst, verlässt du den Boden mit den schönen Hanging Signs, gehst dann hier durch das Dojo oder Tempel, ich weiß noch nicht, was es ist, kannst hier über die Brücke gehen, bist dann hier drin, was echt einen schönen Blick hat, kannst hier wieder über die Brücke gehen, bist dann hier drin, was noch ein bisschen dunkel ist, hier müssten wir noch irgendwas mit Lichtern noch machen. Ich habe extra schon mal so Glow-Liking gemacht, dass man so ein bisschen Licht hat. Und dann könnte man hier auch noch weitergehen. Und dann kann man natürlich hier auch den Boden wieder runtergehen. Den Boden. Jo, genau, hier sind noch so Pflanzkörbe. Habe ich noch ein paar von gebaut. Und dann ist man auf einmal hier hinten. Ohne den Boden zu berühren. Das finde ich halt voll cool, sowas. Ne? Das ist ja auch eigentlich der Vibe, den ich in dieser Stadt noch viel öfter bauen möchte. Hier ist noch so ein Pflanzkasten. Hier ist noch einer. Und da oben, das finde ich auch super cool, weil das... Das sind so große Wandflächen, die da einfach sind und die füllt man damit so cool. Und da ist ein Hund. Der Sohn. Und ich habe kein Aim. Hallo. Digga. Digga, wieso habe ich kein Aim? Was ist das? Wo ist der Sack? So. Jetzt ist Ruhe hier. Also genau, mein Vorschlag an euch. Sollen wir das so bauen? Dann würde ich, also ich hab die andere Welt, da ist das alles nicht. Da ist alles so wie vorher. Ich glaube, hier die Dinger sind da, aber ansonsten ist alles, also die ganzen Sachen hier sind nicht da. Oder sagt ihr, das ist übel hässlich, das wollen wir nicht haben. Bau hier lieber was anderes drauf. Bau lieber das, das und das und das. Oder mach nur hier das Ding, das hier ist hässlich. Oder mach nur hier das Ding ist hässlich. Wie auch immer, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder sagt ihr, okay, lass es einfach so, weil wir haben es jetzt eh schon gesehen. Ist natürlich doof, dass es jetzt nicht in der Folge passiert ist, aber im Endeffekt wissen wir ja, was du davor hattest. Bau es einfach nicht nochmal, sondern belass es dabei, wie es jetzt ist. Und wir tun einfach so, als wäre die Aufnahme kaputt gegangen. So. Das könnte man ja auch machen. Ne? Da will ich aber keine Wahl treffen, sondern das könnt ihr von mir aus entscheiden. Ich finde es, wie gesagt, einfach auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß leider nicht, wie schnell es ging. Ich würde mal sagen,
eine Stunde oder so vielleicht. Aber da war halt auch viel überlegen. Wie gesagt, ich hatte erst eine Treppe, die ging hier hoch. Dann hatte ich eine Treppe, die ging hier hoch. Dann habe ich die jeweils wieder komplett weggemacht. Und die habe ich halt immer auch wirklich verkleidet mit allem Möglichen. Das hier ist nicht so ganz schön gelöst. Dann habe ich überlegt, wie mache ich hier das Dach. Dann habe ich hier das überlegt. Da habe ich auch verschiedene Versionen gehabt von diesen Trichterformen. Weil es halt auch nicht so einfach war, dass das hier mit den Slabs halt auch noch passt. Und dann bis oben und auch immer noch gut aussieht. Ich musste auch, das sieht man zwar nicht, aber dieses Haus einen extenden. Das heißt, streng genommen ist das hier da sogar falsch. Da müsste dann nämlich so und so hin. Ne, das ist ja auch wieder Schwachsinn. Ja, genau. Seht ihr? Da fängt schon wieder an. Das müsste einfach so bleiben und dann ist gut. Aber ursprünglich ging dieses Haus einen Block weniger, aber so ist es jetzt ein Quadrat und dann geht das mit der runden Form halt auch. Und die Hanging Signs, ne, davon kriege ich immer noch nicht genug. Ich habe noch ein paar andere Orte gesucht, wo man die hinpacken könnte, habe aber nicht so wirklich was gefunden. Ich hatte noch überlegt, dass wir hier wirklich noch einen rüberziehen, aber es wäre auch nicht so schön. Deswegen habe ich hier vorne was gemacht. Hier zu der Gartenfläche kommt man natürlich von unten, aber die ist halt privat genutzt. Deswegen ist das was anderes, genauso wie hier vorne die. Ja, das ist ja auch ein Garten und nicht ein Park. Deswegen ist das halt was anderes. Deswegen finde ich es halt so cool, dass wir da hinten endlich mal die Möglichkeit haben, hochzukommen. Und man könnte natürlich noch irgendwie gucken, dass man das Ganze noch irgendwie mehr vernetzt. Das fände ich halt super cool. Das haben wir halt zu spät, oder das habe ich zu spät erst versucht, überhaupt einzubringen, diese Idee, dass man quasi die komplette Stadt auch erreicht, ohne den Boden zu berühren. Das fände ich an sich halt super cool, aber ist jetzt halt schwer möglich, außer man baut hier überall mit den Akazien-Dingern nochmal so Gangways durch, was halt auch nicht so schön aussieht, ne? Das hätte man halt im Vorhinein besser planen müssen, aber ist auch genau der Grund, warum wir es nicht gemacht haben. So, meint ihr, ich schaffe es, da an die Leiter zu springen? Nee. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt machen soll. Weil, soll ich jetzt hier in der Welt bleiben? Soll ich zurück in die andere Welt gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe halt nur 2-3 Minuten. Ich kann euch nochmal einen besseren Blick vielleicht verschaffen. So, also hier kann man in die Tür gucken, ist auch nicht schlecht. Hier, wie gesagt, wird halt in Rot nochmal so ein rundes Haus gebaut. Sieht dann ein bisschen aus wie ein Leuchtturm, witzigerweise. Aber, ne, der wird auf jeden Fall einen coolen Blick auf diesen halben Baum haben. Aber auch sonst, hier in die Richtung ist unverbaut. Hier in die Richtung ist unverbaut. Hier hat er zwar den Kran davor, aber an sich ist da auch unverbaut. Das ist schon ein geiles Plätzchen, was der hier hat. So, und er kann zu Fuß direkt schnell hier in diesen kleinen Park. Hier könnte man, weiß ich nicht, angeln jetzt nicht. Ich habe hier diese Trapdoors reingesetzt, weil da drunter halt weiß ist. Ich kann das aber auch nicht unbedingt ändern und nicht mehr weiß machen, weil hier, ne, hier tropft es eh schon durch. Und das sähe halt einfach nur scheiße aus. Hier fehlt immer noch die Scheibe, witzigerweise. Ich habe so viel gebaut, aber die Scheibe habe ich nicht geschafft. Ja, also, ne, weiß ich nicht. Ich find's super cool. Ich wünschte, ich hätte es in der Folge gebaut oder in den Folgen. Was ich vorhin noch sagen wollte, da war halt viel von der Dauer von dem Bauen, war halt einfach dieses Rumexperimentieren. Jetzt, wo ich weiß, wie ich es bauen würde, wird das wahrscheinlich schneller gehen. Jetzt auch nicht unbedingt in einer Folge, aber auf jeden Fall nicht mehr in 4 oder 5, wie ich jetzt quasi gebraucht habe. Ja, wie man genau hier jetzt die Sachen reinbaut, wüsste ich auch noch nicht genau. Ich hatte vorhin einmal kurz so ein bisschen überlegt, dass man quasi so hier so einen kleinen Tresen drauf baut, aber das sah auch, ne, also dann müsstest du den ja auch so auf die Höhe setzen. Und dann hier drunter kannst du halt auch nichts setzen, weil die ja dann wieder auf dem falschen Block sind, dann müsstest du die so bauen. Und dann ist es auch wieder so, ja, es geht, aber es ist einfach noch nicht so ausgeklügelt. Deswegen, da muss man noch was überlegen. Und auch, was ich nicht so schön finde, ist das, dass hier so über ist quasi. Es geht aber nicht anders, weil diese Trapdoors halt hier drauf sind, damit man hier die Ecken, ne, ich wollte halt, dass die Trapdoors komplett rumgehen und das ging nur, indem ich die hier auf den Außenblock setze und die dann jeweils auf den Innenblock, damit die quasi da
über die Ecke gehen können und dann kann man das hier wieder um die Ecken setzen. Dann geht das. Und dass hier der Eingang nicht in der Mitte ist, regt mich auch so ein bisschen auf, aber gut, ne, es gibt auch Schlimmeres. So ein bisschen, das ist sogar gut, weil auch hier ist der Ein- und Ausgang nicht in der Mitte und auch da nicht. Er ist zumindest gleichmäßig so und da passt er halt perfekt in die Mitte von dem Haus. Aber eigentlich müsste er hier sein und eigentlich müsste der auch hier sein, aber das passt halt nicht mit der Tür. Man könnte das hier noch extenden, aber wir haben es eh schon extended. Das sieht hier ist schon viel zu viel Platz. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit noch am Überlegen. Ach scheiße, geht ja gar nicht mehr. Ja, man könnte jetzt hier noch diese, ne, aber auch scheiße. Braucht man auch nicht. Wenn man hier hochkommt, dann kann man direkt hier so um die Ecke gehen und dann passt das auch. Was ich ganz cool finde, ist hier dieses kleine Lichtfeature mit dem Glowstone in der Ecke. Dann leuchtet das noch so ein bisschen und halt auch nach unten. Ohne jetzt krass aufzufallen, wie zum Beispiel hier bei unserem Tempelhaus. Na, das ist ja schon mal deutlich auffälliger. Bin auch immer noch am Überlegen, ob man bei sowas immer mal Trapdoors drunter setzt. Einfach nur, weil es halt geht. Das macht das Licht, glaube ich, nochmal so ein bisschen interessanter. Vor allem bei Nacht, weil das ist ja quasi Raytracing. Der würde ja dann auch wirklich so runterscheinen, dass man dieses Gitter sieht. Also, lang genug gelabert. Lassen wir das so? Bauen wir das nach? Oder lassen wir es komplett sein? Ihr stimmt ab. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.